Ladies and Gentlemen, Rutschig Pupsig ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und ihr seht es nicht in GTA, nicht irgendwo, sondern zu Besuch bei iCrimex höchstpersönlich. Was geht ab, Leute? Aber Bruder, siehst du mein T-Shirt? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Es ist blau. Ja. Und weißt du, was noch blau ist? Was denn? Das Essen, was ich heute essen werde, und du wirst heute die Farbe gelb braun übernehmen. Nee. Also sonst hätte ich ja was anderes essen müssen. Wenn du verstehst, was ich meine. Leute, heute haben wir eine dicke Challenge. Blau gegen Gelb, Leute. Wir haben eingekauft. Du hast hier blaue Sachen, ich habe hier gelbe Sachen. Und wir wissen nicht, was wir essen werden. Es sind gute Sachen da. Es sind schlechte Sachen da. Es sind Kombo-Bombos am Start, Leute. Wenn ihr das Ganze bald lasst, ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, bist du bereit? Ich bin bereit. Für die erste Challenge. Ja, mach mal auf, komm, mach mal auf. 3, 2, 1. Hä? Ja, ist ein gelbes Ei. Ist ein gelbes Ei, so schön. Ist okay. Ist okay. Könnte schlechter sein. Kann ich auch mit Kopf aufmachen. Challenge, kriegst du es mit Kopf? Aua! Ah, ey, das ist voll fest. Probier du mal. Boah. Du bist so ein Eierkopf, ne? Bam, Kanister. Wow, was ist das denn? Nein! Du hast mir Frozen Disney gekauft! Alter! Das ist mein Lieb. Ich weiß nicht, was das ist. Digga, kennst du nicht Frozen, Alter? Doch, aber das ist. Das ist die Elsa. Bro, das Eis ist schon geschmolzen! Oh. Oh, was hast du getan? Bro. Oh, was. Vielleicht hätte ich das nochmal kühlen sollen. Bro, was ist das denn? Geschmolzenes Frozen Eis. Wenn es blau wäre, dann wäre es ja irgendwie lecker für dich. Soll ja nicht so lecker für dich sein. Okay, Leute, schmeckt trotzdem gut. Bro, tut es gerade so, als wäre sowas. Probieren wir mal das Ei. Haben noch nie gegessen. Na ne, lecker. Wow. Bro, ich habe hier ein bisschen gekleckert, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man sich gönnen. Also blaues Ei schmeckt echt gut. Ja. Nur ich habe ein bisschen gekleckert, ne? Schade, dass es dir gut schmeckt. Ja, es schmeckt super. Ich habe hier auch eine lila eine Waffel noch dazu, ne? Aber ich darf nur das Blaue essen. Okay. Wie finde ich meine Nase? Leute, das war die erste Runde. Ja, war ganz okay. Dann würde ich sagen, wir kommen rüber zur zweiten Runde. Leute, es ist Zeit für die Runde 2. Aber was hast du hier gemacht? Was ist das hier? Ist ein bisschen größer geworden. Sieht aus wie Chips oder so. Also du warst halt freundlich zu mir, ne? Da würde ich sagen, ich mache als erstes auf. Okay? Freu dich nicht zu früh. Was ist das denn? Ja. Das ist... Dorschleber im eigenen Saft, Leute. Boah. Und was ist das denn? Also erstmal Fischleber. Fischleber und... Und das hier sind Meereschips. Ich dachte mir, wir schicken den Fisch wieder zurück ins Meer. Digga, was sind das für Chips? Okay, keine Ahnung, irgendwie, aber die sahen auf jeden Fall nicht so nice aus. Ja, okay, du willst mich herausfordern, dann mach mal du auf. Ein paar Maiskolben in Hot Cheese Soße. Maiskolben in Hot Cheese? Ja. Ich sag dir ehrlich, Bro. Kann gut sein. Ich finde, das hört sich gar nicht so schlimm an. Sein. Also ich sag dir ehrlich, sind das überhaupt Chips? Okay, das sind einfach so Salz-Wasser-Chips. Meeresalz halt, ne? Salz, okay, ja. Okay, aber Das sieht sehr, sehr nice aus. Das sieht echt nice aus. Dipp mal so Maiskolben da jetzt rein. Ich dipp den jetzt hier mal schön rein. Ja, vielleicht haben wir auch hier ein Rezept gefunden. Ich test mal hier so. Ja, kannst du auch ruhig tiefer rein dippen, sag ich dir ehrlich. Warte. So, und jetzt mach mal ein bisschen die Kombo. Ja. Das ist hier gar nicht gut. Ist halt leider sehr wässrig, diese Dinger, ne? Also. Oh mein Gott. Boah. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ey, das ist widerlich, Bro. Oh mein Gott. Das ist widerlich. Oh mein Gott, Leute, was ist das? Ekelhaft. Ey, das ist widerlich, Bro. Bro, ich muss das den Leuten jetzt mal präsentieren. Zeig ihnen das, Bro. Warte, ich muss hier erstmal ein bisschen ausgehen, weil da ist viel zu viel. Boah, ey, das mockt auch so, ne? Bro, das ist echt, Bro. Ich weiß nicht, was ich mir hier antun werde. Das ist ja richtig widerlich, Bro. Aber guckt euch das mal bitte an. Freunde. Perfekt, danke. Digga. Danke, dass du Fischleber auf meinem Boden auskennst. Ehrenmann, Digga. Korrekt, Digga. Okay, Leute, ihr habt selbst gesehen, ich habe sogar ein bisschen Leber verteilt, damit du auch mal was bekommst. Ja, danke. Ist gut für die Parkette oder so. Danke, Digga, danke. Aber kein Problem, also ich nehme jetzt einen Chip und dann belege ich das Ganze wie so ein Beleg. Oh Gott. Ich lege mir jetzt ein bisschen Leber drauf. Ich habe noch nie in der Reihe gegessen. Ich finde es geisteskrank ekelhaft. Bro, es ist. Ich wollte das gerade nicht essen. Das ist schon eklig. Leute, ich weiß nicht, vielleicht tue ich auch ein bisschen Schauspielen gefühlt, aber ich habe noch nie Fischleber gegessen. Also ich finde es schon eklig, Digga. Sag ich dir Real Talk. Help!
me. Help! Ist eklig? Sei ehrlich. Bro, das ist doch widerlich. Sehr gut, sehr gut. Das schmeckt einfach wie so. Das heißt, mein Plan ist aufgegangen. Oh, Gänsehaut sogar. Das möchte ich. Nee, also wirklich Innereien. Ich habe noch nie Innereien gegessen. Geht nicht. Mhm. Auf jeden Fall, das war ein blauer Fisch mit blauen Chips, Leute. Das war cool. Meinst du, es war okay? War okay, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen lieber zum nächsten. Let's go. Let's go. So, Leute, die nächste Runde ist am Start und ich würde sagen, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann mach mal auf. Soll ich starten? 3, 2, 1. Eine Zitrone. Bro, aber warte mal. Ich freue mich über so. Aber warte mal, essbare Schale. Oh, nee, ey. Einmal reinbeißen mit Schale. Ich mach meins auf. Ja. Was ist das? Ist das ein Becher? Es ist ein Becher mit Zuckerwatte Bubblegum. Blaue Zuckerwatte. Wow, das sieht echt cool aus. Ey, können wir bitte tauschen, Alter? Ey, Bro, guck mal, wie cool. Das sieht ja echt viel besser aus. Boah, ich schmeck voll geil. Echt? Probier mal. Beiß einfach mal rein oder nimm mal. Yummy! Ist cool. Oha, so wie so Schlumpfeis, nur mit Zuckerwatte. Schlumpf, das Schlumpfzuckerwatte. Mach mal richtig ein bisschen rein in die Mitte. Schön da, Bro. Das geht nicht. Dann schneid auf. Das. Schneid auf. Digga, das ist zu stark. Man kann das nicht. Okay, ich versuche jetzt hier mal so ein Stück mit Schale zu essen. Mhm. Ja, das ist perfekt. Das ist schon so gut. Rein damit. Das musst du runterschlucken. Bleib doch hier. Ein bisschen Zuckerwatte geworden. Und wie schmeckt's? Zuckerwatte? Nachessen, komm. Ein bisschen Zuckerwatte. Schön? Schmeckt's? Ich weiß nicht, was Max hat. Also ich finde Zitronenschale voll lecker. Nicht lecker? Bro, Zitrone an sich kein Problem, aber diese Schale, das ist so, die ist so fest, ne? Das kannst du nicht schlucken. Bro, bei mir ist es stabil gewesen. Danke für die Zuckerwatte, du. Ja. Vielen Dank, Leute. Wir kommen rüber zur nächsten Runde. So, Leute. Bist du ready? Bist du ready? Wir machen auf drei gleichzeitig. Okay. 1, 2, 3. Ey, nein. Bro, was ist das denn? Sag mal, was haben wir denn hier? Ey, Bro. Ein bisschen Sardinen, Leute. Keine Ahnung, wie das aussehen wird. Und dazu, damit es gut kombiniert ist. Sardellenpasta. Also Fisch mit Fischpasta. So. Ach, ey, Bro, das ist doch hier schon. Nee, gut, Bro, oder? ist gut. Bro, aber du hast mit Schafskäse mit Eiskaffee. Ja, Bro, ich bin auch böse. Mach mal auf, ich will's. Da sind ganze Sardinen drin. Ja. Das sind nicht so Sardinenfilets, da ist der ganze Fisch drin. Ja. Ein bisschen Fisch? Leute. Achtung, du kippst. Schaut euch das hier mal an. Das sieht aus wie Honig. Ja. Da ist ein ganzer Fisch drin hier. Ja. Oh, wie so. Oh. Das sieht aus wie Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Was für ein Mensch isst sowas, Alter? Welcher Mensch geht in den Supermarkt und kauft sich das? Bruder, das ist das Widerlichste der ganzen Folge, glaube ich. Ich weiß nicht, schaffst du das? Das ist zu krank. Bro, guck dir die Soße an. Oh, das ist zu krank. Allein die Existenz, die Farbe. Oh, Leute, was ist das? Mach ein Stück Fisch ab, mach ein bisschen Pasta drauf und rein damit. Halt's Maul, Digga. So, ready? Komm, machen wir so ein. Okay, die Kombo sieht wild aus. So ein bisschen Kackpaste mit. Okay, Bro, pass auf. Ich esse das jetzt. Du isst es aber auch. Ja, okay, machen wir so. Ich, nach deiner Reaktion entscheide ich mich. Guck mal, wie du reagierst. Je nachdem. Ich muss meinen Mund ausspülen, gleich direkt. Vielleicht ist es lecker, Bruder. Eklig? Ich glaube, Max ist weg. Oh, Bro, ich musste würgen. Real Talk, ich musste würgen, Digga. Ich musste, Leute, es tut mir leid. Vom Wasser, aber vom Fisch oder von der Soße? Ich hätte mich gleich übergeben. Nein, du hast einfach diesen Fisch im Mund, da sind ja auch noch ganze Kreten. Du hast diese Haut, diese Fisch und dann kommt dir dieser Geruch, dieser eklige Geruch von der Soße noch in die Nase. Ich probiere jetzt auch. Oh. Ey Leute, das ist no joke, ich musste würgen. Soll ich den Leuten mal zeigen? Das ist widerlich. Also ihr riecht auch nicht, wie das gerade hier riecht. Das ist diese. Ach, Digga, russig, Alter. Ich weiß nicht, die ganze sieht aus wie Scheiße, Bruder.
Ich will das jetzt gar nicht probieren, ich sag dir, aber ich mach jetzt, komm. Oh Gott, das sieht schon aus. Guck mal, das sieht aus wie also wirklich ehrenlos, Digga. Jungs, Mädels. Oha, aber Respekt, Bro. Er zieht durch. Gib mal ein bisschen zum Nachtrinken. Fanta oder so. Was? Was? Ich hab's nicht verstanden. Was zum Nachtrinken? Hä? Hast du Nachtrinken gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich hab's mit Kaffee runtergespielt. Und dann noch mit Kaffee runter. Aber Bro, Respekt. Bro, wenn ich nicht heute sterbe, dann was? Aber Respekt. Also Respekt. Ich verstehe das. Durchgezogen. Also ich hatte auch so einen kurzen. Das ist schon sehr, sehr. Oh, Digga, Gänsehaut. Oh, das also geht nicht aus, dass man. Ich will hier wirklich niemanden fronten, aber. Bro, das ist einfach. Ich verstehe niemanden. Ich glaube aber, es ist auch viel psychische Scheiße. Ja, ja, klar, aber ich verstehe niemanden, der in den Supermarkt geht und sich denkt so, ey, das ist geil. Bro, ich habe hier noch, ich hab noch Schafskäse leicht vor mir mit Kaffee. Weil du bei mir durchgezogen hast, mach ich auch bei dir. Wie macht man das auch? Leute, Prost, Mahlzeit, ne? Ein bisschen Schafskäse, ein bisschen Kaffee. Und? Ich schmecke halt Kaffee mit Schafskäse so. Ist jetzt nicht spät, also ist jetzt absolut nicht schlimm so. Das ist einfach Käse mit Kaffee. Würde man jetzt nicht machen, also ich denke, mein Bauch freut sich nicht darüber über die Kombination. Ja. Also, das ja. Kann man machen. Ist nächste Runde ist wieder. Genauso, das war. Das war Game Over, Bro. Du hast mich gekillt, das war Game Over. Leute, wir kommen zur nächsten Runde. So Leute, wir kommen rüber zu der nächsten Etappe. Ich würde sagen 1, 2, 3, wir öffnen beide gleichzeitig. Okay. Oh, schon wieder Zuckerwatte? Zuckerwatte in Kombo mit Bro, das ist Zuckerschock. Ich habe einen Corny, bis jetzt okay. Und Senf, Löwensenf. Also das okay in Kombination, glaube ich nicht mehr. Extra scharf. Bruder, aber ich sag dir ehrlich, ich finde diese Kombo jetzt auch nicht gerade geil. Weil das ja, aber Bro, das sind aber beides so Sachen. Ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird nicht schlimm jetzt. Nee, aber es wird Zuckerschock geben. Ja. Es ist so dieses, yo Bro, wie geht's dir heute? Zucker. Oh. Oh. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ein blauer Kuchen mit Schlagsahne. Ey, dein sieht echt nice aus, Bro. Das schmeckt einfach nur Bohnen Zucker. Oh, das sieht auch. Mach mal ein bisschen tiefer rein. Oh, warum habe ich heute eigentlich die ganze Zeit diese ekligen Sachen? Warum sind die immer bei mir? Das ist ein bisschen Zucker bei mir. Nee, oder? Danke, nee. Das ist okay? Die Kombo macht. Oh, das ist scharf. Ey, das Problem ist, also an sich muss ich ehrlich sagen, gar nicht mal so schlimm, aber der Senf, der ist so scharf. Kennt ihr das, wenn ihr auch beim Sushi-Essen oder so zu viel Wasabi macht und das zieht euch so durch die Nase, so ist dieser Senf. Aber im Gegensatz zur letzten Runde, alles in Ordnung. Okay Leute, die nächste Runde steht an. Machen wir gleichzeitig auf? Ja. Combo Wombo, 3, 2, 1. Oh, weiß ich jetzt nicht. Süßigkeitenrunde hier. Aber das ist schon zu viel Süßigkeiten. Ich sag Golden nicht. Oreos, ich kenne keine. Gelbe Oreo, schön eingedippt in. Götterspeise. Bro, ist okay. Chips mit diesen Klebe, die kleben wie was weiß ich was. In ja, Zähl. Stimmt. Boah. Und dann wenn diese ganzen. Das wäre eklig. Poltergeist-Chip, Leute, mit einem Schlumpf. Na, was schmecken diese Golden Oreos? Ich finde es auf jeden Fall nicht appetitlich, wenn diese Chipsreste im Ding drin bleiben. Aber Bro, ich sag dir echt, ist voll okay. So weiße Schokolade und das schmeckt so nach Pfirsich. Ist halt einfach süß so, ne? Ist okay. Ja, bei mir. Ist in Ordnung. Ja, die sind voll lecker. Sind das für welche? Monster Münch. Monster Münch. Leute, weil es Halloween soll, eine Halloween Edition. Boah, ist ja auch cool, ja? War auch gerade. Mit so gruseligen Sachen. Okay, Leute, war eine süße Runde. Schlümpfe und Chips. Geil. Let's go zu der nächsten Runde. So Leute, wir sind jetzt hier kurz vorm Ende. Ich würde sagen 3, 2, 1, let's go. Zeig mal her, was du hast. Jeweils ein Getränk. Ja, eine blaue Fanta mit Fisherman Friend. Ich habe einen Smoothie. Orange, Mango, Traube. Mit Chips. Und gesalzenen Chips. Ist okay.
Ja, ist okay. Aber seid ihr ehrlich, das, was wir heute alles gestern, das liegt mir mal. Ich würde es jetzt nicht miteinander kombinieren, aber es ist okay. Boah, das Wasser ist so schön blau. Fisherman Friend, ich esse jetzt einfach so ein Fisherman Friend Bonbon. Und dann mit Falter. Wow. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich feier Fisherman Friend nicht. Nicht? So, mir schon ein bisschen. Halt schon fresh. Ist mir ein bisschen schon zu fresh. Dann nehme ich lieber so ein Kaugummi. Also sag euch ehrlich, das genauso wie man sich's vorstellt. Einfach Chips und ein Smoothie hinterher. Also das ist einfach Fanta, bis der Fisherman Friend ist eh die ganze Zeit im Mund, bis du den leer hast. Ja, Fisherman Friend eigentlich. Okay. Okay, let's go, Leute. So, Leute, willkommen zum Finale. Ich weiß nicht, bestimmt was ganz Schlimmes hier. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, bitte nicht. Oh, Heidelbeeren. Heidelbeeren. Und ich habe Fanta Lemon. Bro, ich sag dir ehrlich, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's auch. Also diese Kombos, die waren echt eklig. Vor allem, wir haben ja schon bei mir eklige Leute, Kombos. Wir haben auch eine Challenge gemacht beim Max. Das heißt, wir sind hier bei dem Video, was ihr jetzt geschaut habt, wir sind nicht mal auf Null gestartet, sondern da war der Magen schon vorbei. Okay. Aber ich würde sagen, Prost. Cheers, my brother. Ja, schön Heidelbeeren, Blaubeerenmäßig. Leute, ich würde sagen, heute war die Challenge. Blau gegen Gelb, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein dickes Like da. Und ja, danke nochmal für dein Geschenk. Wir haben hier das Buch von Max, Leute. Wenn ihr es nicht kennt, dann checkt es auf jeden Fall ab. Und die Challenge bei Max, Leute. Wir gehen jetzt, ich gehe aufs Klo, Bruder. Mir geht es nicht gut. Du darfst. Ciao, Bruder. Ich mache jetzt hier. Alles gut. Ist okay. Leute, das war's. Tschö.